Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten bei HK Hosting, die uns so freundlich wie sie sind einen Server zur Verfügung gestellt haben für genau diese Videos. So, viele von euch wollen jetzt wahrscheinlich eine Website hosten auf dem Server, den ihr gekauft habt oder gemietet habt oder wie auch immer. Und dazu braucht ihr wahrscheinlich, wenn ihr unter Windows seid, erstmal dieses wunderbare Tool. WinSCP ist ein grafischer Open-Source-Client für Windows. Das heißt, wir unterstützen hier sogar das alte, in Anführungsstrichen, SCP-Protokoll. Damit lassen sich super leicht Dateien hin und her übertragen, das heißt von eurem Rechner zu eurem Server, denn man möchte ja nicht irgendwie eine Webseite auf dem Server entwickeln. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, wir müssen hier mit der Konsole programmieren, das wäre echt ein bisschen, boah, nee, das will keiner machen. Deswegen kann man einfach ganz normal bei sich lokal entwickeln und dann kann man das Ganze übertragen mit zum Beispiel WinSCP für Windows. So, wir arbeiten hier allerdings unter Linux und unter Linux haben wir ein anderes Tool. Wir werden auch SCP benutzen, das ist dasselbe Protokoll. Nur ist es bei uns nicht grafisch wunderschön, so wie bei Windows hier, also mit WinSCP ist schon sehr geil. Wir werden einfach das Terminal benutzen und damit die Dateien übertragen. Ihr habt allerdings noch andere Möglichkeiten. Das ist nur eine Möglichkeit, um Dateien zu übertragen. Ihr könnt auch FTP bzw. SFTP benutzen. Das wäre dann mit FileZilla möglich. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann mal noch in Zukunft ein Video dazu machen. Und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, eure Website bei GitHub oder Konsorten wie, keine Ahnung, ja generell eigentlich irgendwo, wo ihr Code hosten könnt, könnt ihr natürlich immer hochladen und dann auf eurem Server auch wieder runterladen. Ist allerdings natürlich ein Umweg und über GitHub zum Beispiel ist das Ganze nicht kostenlos, beziehungsweise sonst ist es öffentlich und das will man vielleicht nicht unbedingt für seine Webseite haben. Zum Beispiel könnte da irgendwie ein Schlüssel für die Datenbank drinstehen oder sonst irgendwas. Gut, was wir jetzt hier machen ist, wir wollen die Dateien übertragen und dazu müssen wir als erstes mal wieder uns in Erinnerung rufen, was wir im letzten Video gemacht haben. Und zwar, wir haben einen User angelegt gehabt und über diesen User kann man jetzt mit SSH verbinden. Das heißt, wir können sagen SSH User add. So, und jetzt brauchen wir die IP-Adresse von unserem Server. In meinem Fall ist das 84.200.109.219. So, dieses User add dem hier, das kopiere ich mir jetzt einfach mal. Denn das brauchen wir alles nicht mehr hier, sondern wir wollen jetzt SCP benutzen. Achtung, ich habe mich nicht über SSH eingeloggt. Ich bin immer noch bei meinem normalen Rechner, also Morpheus at Morpheus Desktop, wie auch immer ihr gerade als Benutzer heißt. Und jetzt sagen wir hier einfach SCP und achtet auch darauf, dass euer Key eingetragen ist und dass ihr euch per SSH auch einloggen könnt. Denn SCP übernimmt das für euch. Das heißt, SCP loggt euch ein über SSH, überträgt die Dateien und loggt euch wieder aus. Und deswegen muss man da nicht eingeloggt sein dafür. So, wir wollen jetzt also SCP und dann können wir hier irgendeine Datei benutzen oder halt übertragen. Dazu müssen wir allerdings einen Pfad auswählen und dazu gehen wir erstmal hierher und sagen, wir wollen jetzt hier eine Datei übertragen und zwar irgendein unbenanntes Dokument. Da schreiben wir, upsala, das ist ein bisschen groß, da schreiben wir einfach mal Test rein. Und ja, das ist alles, das wollen wir jetzt übertragen, einfach nur als Beispiel, da wir ja wissen wollen, wie es funktioniert. Die ganzen Dateien übertragen, das könnt ihr dann immer noch selber machen. So, und dann sagen wir hier SCP und jetzt können wir den Pfad eingeben, Home, in meinem Fall ist es, hier oben steht's, Home Morpheus Tuts Server Administration, Home Morpheus Tuts Server Administration und das Ding heißt unbenanntes Dokument. So, das wollen wir übertragen und zwar, deswegen habe ich mir das Ganze in Zwischenspeicher geschrieben, nicht mit Enter, das ist schlecht, User at 84.200.109.219 Doppelpunkt. So, und jetzt können wir hier einfach ganz normal weitermachen und uns einen Pfad aussuchen. Standardmäßig werden wir, wenn wir uns einloggen, in unserem Home-Verzeichnis von dem User sein. Das heißt, wir wollen jetzt hier erstmal in Home. Und es funktioniert sogar per Autovervollständigung. Allerdings muss er sich dazu jedes Mal einloggen, schauen, was ist der nächste Pfad. Also quasi eine Autovervollständigung dort auf dem Server ausführen und dann wieder zu uns zurückkommen. Deswegen dauert das immer ein bisschen. Home, User. Und ja, da wollen wir es eigentlich reinhaben. Wir nennen das ganze Ding jetzt einfach mal Doc für Dokument, kurz. Und das passt eigentlich so. Einfach übertragen. Und jetzt sehen wir hier unbenanntes Dokument 100% 5 und dann steht hier so eine Übertragungsgeschwindigkeit, falls ihr mal große Dateien übertragen wollt. Kann man natürlich immer brauchen. So,
Und jetzt ist es da. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach ein anderes Terminal, weil wir das hier gerade so schön offen haben. Und nehmen uns jetzt dieses Terminal, loggen uns als SSH-User at dem Dings ein und schauen erstmal, wo wir sind, in welchem Verzeichnis wir uns befinden. Das kriegen wir mit PWD raus, kennt ihr aus meinen Linux-Tutorials. Und wir sind ein Home-User, perfekt, da wollten wir hin, schauen wir nach, was da alles ist. Und wer hätte es gedacht, da ist eine Doc-Datei davor, war da nichts. Falls ihr mir nicht glaubt, einfach selber ausprobieren, es war tatsächlich nichts davor da. Also das Übertragen hat schon funktioniert, keine Sorge. Jetzt wollen wir natürlich unsere Datei mal kurz angucken, ob da auch drin steht, was wir uns vorstellen. Deswegen schreiben wir cat-Dokument hin. Und ja, es gibt auch Test und das ist auch genau das, was drin stand. Wunderbar, somit haben wir die Datei übertragen. Jetzt will man ja natürlich oftmals nicht nur eine einzelne Datei übertragen, sondern gleich mehrere. Und dazu gehen wir einfach nochmal in unseren Ordner rein. Wir erstellen hier tatsächlich jetzt auch mal einen Ordner. Mein Ordner, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach irgendein Beispielordner. Da reinziehen das Ding. So, und jetzt wollen wir hier noch eine zweite Datei haben. Neues Dokument. Unbenanntes Dokument 2. So, wir wollen jetzt mehrere Dateien übertragen und jetzt ist es natürlich sehr umständlich, das Ganze jedes Mal für jede Datei auszuführen. Deswegen gehen wir jetzt als erstes mal in unseren Ordner rein. Das heißt, wir sagen CD Home, also CD für die Leute, die es noch nicht kennen, bedeutet, wir wechseln den Ordner Server Administration und mein Ordner. So, jetzt sind wir hier drin, jetzt können wir mit ls hier auf unserem lokalen PC nachgucken, was da so an Dokumenten drin liegt. Also unbenanntes Dokument und unbenanntes Dokument 2. Genau das, was wir eigentlich wollten. Wenn wir jetzt mehrere Dateien kopieren wollen, ich lösche gerade nochmal kurz hier über SSH. Ich lösche gerade nochmal kurz diese Doc-Datei, damit sie weg ist einfach. Doc. Ups. So. Wenn wir jetzt nochmal ls ausführen, ist nichts mehr drin in dem Ordner, also auf unserem Server ist jetzt nichts mehr im Home-Verzeichnis. Wenn wir jetzt einfach beide Dateien reinpacken wollen in unseren Server, dann sagen wir hier scp und jetzt können wir einfach beide angeben, unbenanntes Dokument und direkt hinten dran einfach mit einem Leer dazwischen. Achtet übrigens darauf, dass immer wenn ihr so ein Backslash in eurem, wenn ihr ein Leerzeichen in eurem Dokumentennamen habt, dass ihr hier dann Backslash dafür braucht. Wenn ihr ein normales Leerzeichen macht, dann steht es einfach für die nächste Datei. Das heißt, wenn wir jetzt ein Leerzeichen hier reinpacken, dann steht das eben für die nächste Datei. Und wenn ich jetzt hier das zweite haben will, muss ich hier dieses Leerzeichen maskieren mit einem Backslash. Deswegen eben dieser Backslash. Okay. Und immer schön die Endung angeben. In meinem Fall haben die Dateien keine Endung, weil es einfach nur leere Textdateien sind und ich mir da immer die Endung spare. In manchen Fällen braucht man natürlich auch eine Endung. So, und dann können wir eigentlich hier schon wieder hingehen und sagen, ich hätte es ganz gerne in diesem Ordner hier. So. Und einfach übertragen und beide Dateien sind da, wie wir sehen können. In der zweiten stand nicht mal was drin. Und jetzt wechseln wir mal wieder kurz in die Konsole ins Terminal für unseren Server. Das heißt, wir können hier einfach mal nachgucken, was ist denn alles da. Und wir haben ein unbenanntes Dokument und ein unbenanntes Dokument 2. Und wenn wir uns die angucken, im unbenanntes Dokument. Vertippt. Ja, natürlich habe ich mich vertippt. Machen wir das Ganze nochmal. So, und ja. Ich muss hier einen Backslash einfügen, deswegen muss ich jetzt hier gerade weg und ich kann leider nicht zurückgehen so richtig. Dokument. So, jetzt. Also wenn wir uns die Dinge angucken, dann steht hier genau das drin, was wir haben wollten. Im zweiten Dokument wird nichts drin stehen. Ist immer noch nicht sehr praktikabel, wenn wir zum Beispiel ganze Ordner löschen wollen. Und deswegen zeige ich euch das auch noch kurz. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr geht einfach wieder hier rein in den Ordner am besten, den ihr kopieren wollt. Und dann könnt ihr einfach sagen, ich hätte ganz gerne... Oder nein, ihr müsst nicht unbedingt in den Ordner reingehen, den ihr kopieren wollt. Ihr könnt auch einfach den kompletten Pfad angeben. Und dann sagen wir hier einfach scp-r für rekursiv. Das heißt, wir wollen kompletten Ordner kopieren. Home, Morpheus, Tuts. Wir wollen Serveradministration und mein Ordner wollen wir kopieren. Und jetzt machen wir hier den Slash hinten dran weg. Wir wollen ja den kompletten Ordner kopieren. Und zwar wollen wir ihn kopieren in... Habe ich das noch im Zwischenspeicher? Nein, natürlich nicht. Also gehen wir wieder hier hoch und sagen, wir wollen das Ganze hierher kopieren. So. Ja, einfach ausführen, kurz warten. Und beide Sachen sind da. Jetzt schauen wir hier nochmal kurz nach. Wir sind wieder in der Konsole für den Server.
ls und dann steht hier sogar mein Ordner. Das heißt, es hat einfach den kompletten Ordner kopiert. Jetzt geben wir in den mein Ordner mal rein. Mein Ordner. Und schauen hier mal nach, was da so passiert ist. Und da sind eben beide Dokumente drin. Wunderbar, nicht wahr? Cool. Ja, so kopiert man Dateien hin und her. Ist vielleicht ganz angenehm, wenn man das mal kennt und auch mal angefasst hat. Ich würde euch wirklich empfehlen, da ein bisschen mit rumzuspielen. Und dann gewöhnt man sich ganz schnell daran. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.